Professor Gerald Lemke ist bei uns nicht nur Experte für Emojis, sondern Professor für digitale Medien. Schönen guten Abend. Jetzt haben wir es gerade gesehen, also Emojis sind ganz selbstverständlich geworden. Wir benutzen die ganz selbstverständlich, wenn wir eine Nachricht verschicken. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass wir das alle so gut können? Naja, also ich meine, in der Geschichte der Menschen hat sich die Kommunikation schon immer verändert. Und was wir jetzt natürlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erleben, seitdem es diese Emojis gibt, ist, dass sich natürlich dann die Kodierung von Sprache auch verändert. Also ganz konkret, warum sollte ich noch ein Wort sprechen, wenn ich das in Bild abbilden kann? Also in der chinesischen Sprache hat man da auch sehr viele Beispiele. Die haben ja in ihren Schriftsätzen eigentlich gar keine Buchstaben, sondern Bilder, die verschiedene Bedeutungen haben. Also insofern ist das eigentlich nichts Neues und was ganz Normales. Jetzt haben wir aber auch eine Kritikerin gerade im Beitrag gehört, die gesagt haben, wir verblöden ja durch diese ganzen Emojis. Man kann ja auch einen Satz schreiben. Ist es denn so, dass wir jetzt verblöden dadurch? Naja, das Thema ist natürlich, dass wir in unserer, also Sprache ist ja ein Kulturgut und wichtig für die zwischenmenschliche Kommunikation. Und mit den Emojis versucht man natürlich jetzt diese zwischenmenschliche Kommunikation effizient zu gestalten. Ja? Also nicht im Sinne von besser qualitativ, sondern einfach von zeitlich effizienter. Und das hat natürlich dann in der Diskussion miteinander, untereinander natürlich schon Konsequenzen. Und ja, und ich kann die Dame sehr gut verstehen, das droht natürlich bei Missbrauch von Emojis. Also wenn ich dann nur noch in Emojis oder in Kürzel à la LOL und so weiter spreche, da versteht man sich nicht mehr. Und man grenzt vor allem auch andere Menschen außen ab, die man denn vielleicht auch gar nicht dabei haben will. Also es ist denn nicht Sinn der Sprache auszugrenzen, sondern eigentlich eher mitzunehmen. Aber Sie benutzen auch Emojis, auch als Experte trotzdem, oder? Experte hin oder her. Ich hab ein Smartphone und da sind Emojis drauf. Ne? Und heute sind ja überall 100 Emojis dazugekommen auf den Geräten. Apple dauert noch ein bisschen weiter. Aber ich hatte heute eine Kommunikation mit einer guten Freundin aus Köln, die sich nur in Emojis abbildete. Ne? Und es war lustig und es war spaßig. Aber es war eben nur lustig. Wir wollten uns keine Botschaften senden. Ja, dafür ist es gut. Jetzt sind Sie Professor für digitale Medien. Wie sollte man denn gerade heutzutage sinnvoll mit digitalen Medien umgehen? Naja, wir erleben natürlich schon, ne, dass wir also auch selbst als Erwachsene schon bis zu 7 Stunden online auf unseren Smartphones sind. Und wenn man dann die Menschen fragt, was machst du da, dann sind das meistens keine Anwendungen, die den Alltag oder die Arbeit wirklich effizienter machen. Ne? Also Kalender mal außen vor genommen oder mal den Browser, um mal ein bisschen was nachzuschlagen. Das meiste ist halt alles Entertainment. Ne? Also Konsum von Medien, und da sind natürlich Medienhäuser darauf spezialisiert, Medienangebote da auch auf diese Geräte zu bringen, ist natürlich eine Riesenverführung. Und das Angebot ist größer als die Nachfrage und steht jedem nahezu kostenfrei zur Verfügung. Und da sind natürlich Risiken, gesundheitliche Risiken, kognitive Risiken, auch Risiken für die eigene intellektuelle Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen beispielsweise, mittlerweile wissenschaftlich erwiesen. Und hat sich das jetzt in den vergangenen Monaten, Wochen durch Corona nochmal verändert? Ja, mit der Corona-Pandemie, klar, da sind natürlich alle an die digitalen Endgeräte gegangen. Wir konnten sehen, dass also beispielsweise Netflix das Doppelte an Abos verkauft hat, also der Fernsehsender Netflix das Doppelte an Abos verkauft hat, wie vor der Corona-Zeit Anfang März. Dass auch Amazon Prime als Fernsehsender viel mehr verkauft hat. Und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass wir Menschen immer mehr an den digitalen Endgeräten im wahrsten Sinne des Wortes hingen. Und hinzu kommt natürlich, dass durch das ganze Homeworking, also die dann von zu Hause arbeiten mussten oder auch wollten, natürlich vom Gerät nicht mehr wegkommen. Und das erzeugt Stress. Und dieser Stress braucht einen Gegenpart. Und das ist das, worauf man achten muss. Professor Lemke, vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend. Sehr gerne.